hat heute mal wieder was Schönes ausgebuddelt hier. Kauft mehr Merch, da habe ich endlich auch meinen eigenen. Ja, kauft mehr Merch. Ihr seht, meinem Manager geht es auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist wunderschön. Jetzt sind wir schön im Tunnel. Jawohl, Alter. Das ist so geil. So, nochmal vielen Dank übrigens, mietet mehr Autos. Ah, es ist einfach nur wunderschön. Dieser miese Fahrer. Bietet mehr Autos. Es ist wirklich was Feines, was ganz Feines, aber was Schönes vor allem. Ah. So Zeit, dass der Führerschein kommt. Irgendwann. Oh, das ist kein Panzer. So für den Durchschnittszuschauer, wie kommt man an so ein Auto? Ja, ich habe einen sehr guten Chef, der betreibt Merch. Und dadurch, dass ihr so fleißig kauft, also es könnte besser sein, ne? Eigentlich könnte hier auch ein Lambo stehen, Grüße gehen raus an Montana. Deswegen kauft mehr Merch. Miesen Proleten. Einfach nur schön. Alles nur Leasing. So, danke nochmal fürs Fanpost mitnehmen. Danke an Brosche Jour. Und der Mann hat heute Geburtstag, wird 23. Hi. Der Gönjamin Mürtsch ist am Start. Ja. Das ist einfach nur geil. Erzähl doch was Schönes. Was soll ich ein Schönes erzählen? Außer, dass vielleicht auch noch eine große S ist, ich weiß nicht. Ist etwa ein zweiter Hoodie auf deinen Nacken? Alter, das war eigentlich für Braunschweig gedacht, aber diese miesen Rattenärsche kamen nicht aus dem Arsch. So, ich sitze jetzt hinten drinnen, der Wind ist unfassbar, Alter. Mein Cabrio ist schon was Geiles. Statement? Dann kommt endlich mal dein Cabrio. Nee.
So, nochmal ein ganz großes Dankeschön an unsere Sponsoren, beziehungsweise diesen Mann hier. Kauft mehr Merch. Besser Merch überhaupt. Also der Gönjamin Merch ist schöner und qualitativ viel hochwertiger, aber kauft mehr Merch. Danke an Autohaus Wiedmann. Viel Spaß beim Weiberabschleppen jetzt, du Sau. Vielen Mastdarm, kann ich nur dazu sagen. Da musst du irgendwie kompensieren, die kleine Nudel mit der großen Karre. Genau, so mache ich das nämlich. Klassiker. Kauft der Merch. Vielen Dank, ich bin am Boden hoch, das fand ich riesen geil irgendwie. Dem ist nichts hinzuzufügen.